Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einem Vorgestellt von The City Must Grow und es ist die Vorschau Nummer 4. Wir haben das ja letzte Woche schon gemacht wieder und naja, wer weiß, wann ihr es guckt. Wir haben Version 016 und das bedeutet, es ist definitiv was gemacht worden. Da gab es wohl ein Problem mit Aufnehmen und sowas, das ist korrigiert worden. Ich hatte da keine Probleme. OBS und so, das ist wunderbar am Laufen hier. Ja, sonst ist eine Vorschau von ihm auf Steam mit der Version 0.2.0. Da steht drin, dass Biome hinzugefügt werden sollen für Agrarkultur und Industrie, dass da geschaut wird, was da richtig läuft, also dass da Produktionsketten da sind wie Goods oder sowas für die Industrie und die Biome halt entsprechend für gutes Ackerland. Und dass da drauf was wächst. Und dann wollen wir uns das Ganze mal nach dem Intro anschauen, wie es jetzt erstmal in der 0.1.6 ist. Bis gleich. So, neues Spiel, neues Glück, oder wie war das, ne? Was hat sich geändert? Ach ja, er hatte hier auch noch diese Pfeile wohl. Das ist jetzt hier voll zum Beispiel. Da sind jetzt nicht mehr die Zahlen zu sehen, sondern wenn man drauf geht, sieht man, dass es hier halt voll ist gerade diese drei und das gibt dann noch einen grünen und einen blauen Pfeil auf und nieder sozusagen für ja die entsprechenden Möglichkeiten. Hier unten Zone View und so, das hat sich nicht geändert. Default View haben wir. Wir müssen erstmal Straßen bauen und ja, jetzt ist dann die Idee, was machst du mit den Straßen, ne? Wir haben ja jetzt vier Kacheln, jetzt haben wir eine schicke Kreuzung. Was machst du damit es für die Zukunft besser ist? Ich habe keinen blassen Schimmer, wir machen es erstmal so. Und jetzt sind wir in der ersten Runde schon durch. Mehr geht nicht, weiter geht's. Hier gibt es jetzt sechs Hausflächen. Die mache ich mal dahin. Und dann haben wir das auch. Hier ist noch alles voll, ist nichts verbraucht, weil auch keine Leute da sind, ne? Und es wird ja auch nichts produziert. So, erstes Haus ist da, aber noch keine Leute, die müssen jetzt da erst einziehen. Und da haben wir Agrarflächen. Und bei den Agrarflächen hieß es ja, keine Anbindung an die Straße nötig. Aber wir machen es trotzdem hier. Und ich mache jetzt mal die Agrarflächen einfach in der Länge lang. Was ich hier zwei? Cycle Count. Okay. Zweite Runde war das. So, drei Leute sind schon eingezogen jetzt. Und das ist hier tatsächlich voll, ne? Jetzt gibt es hier auch ein Commercial Building. Und das mache ich mal hier so lang. So, hier sieht man schon, da ist was passiert. Es ist Stock Capacity ist leicht runtergegangen. Ich glaube, 150 war voll. Hier sieht man jetzt aber nicht Plus Minus da mehr, sondern ja, eigentlich soll ein Pfeil hoch oder runter kommen. Naja, wir schauen weiter. Ah, jetzt sieht man hier den Pfeil, den ich meinte, der rote geht nach unten. Hier ist was weniger, weil was verbraucht wurde. Hier sieht man jetzt eine Frittenschmiede, die er aufgemacht hat. Und hier ist jetzt Getreide drin. Jetzt haben wir hier eine Industriezone. Ich mache die jetzt einfach mal hier und mache die auch mal in der Länge nach und mal gucken, was passiert. Also hier geht es runter. Man hat nichts mit Commercial Sales. Also es kann nichts verkauft werden. Und das ändert sich auch nicht so. Jetzt ist hier gerade eine Bude hingekommen. Wir haben hier wieder sechs Felder. Also die mache ich einfach hier jetzt dran, ne? Weil dieses ist ja vierfach und das nächste wird auch vierfach sein, ne? Schätze ich mal. Eine neue dreckige Industrie ist hier gekommen. Aber hier können wir ja noch nichts angucken, nur die Zonen, ne? Ja, das geht immer weiter runter. Und jetzt haben wir wieder hier mehr von diesem Zeug hier. Allerdings fehlen uns die Straßen, ne? Hier ist einer mehr gekommen noch. Ja, eine dreckige Industrie. Das sieht aber mehr nach Holz aus. Das ist eigentlich nicht so dreckig ist, oder? Was ist denn dies hier? Affected Grow Bar Positively. Okay. So, wieder eine Industrie. Schiebe ich mal dahinter. Man kann nichts verkaufen. Gute Frage, ne?
So, jetzt haben wir mal vier Straßen, die ich jetzt mal so einfach da dran hänge. Weiter geht's, jetzt haben wir Landfläche gewonnen. Da ist ein Haus zugekommen, das ist affect row bar positively, also hier unten haben wir wieder was mehr reingekriegt. Aber sonst muss ich hier irgendwas tun. Nein, ich kann hier nichts tun. Abernten oder sowas hätte ich ja gemacht, aber ist nicht. Das passiert ja eigentlich wohl alles alleine, denke ich mal. Wenn die Worker hier, also vier Arbeiter haben wir und 11 offene Jobs. Wir hoffen, dass hier welche reinkommen. Ja, es sind drei dazugekommen. Jetzt haben wir vier Arbeiter, sieben Arbeiter von vier auf sieben hoch und sind auch mehr Jobs gekommen, weil hier zum Beispiel das ja dazugekommen ist. Ist denn hier einer am Arbeiten? Unlock View Modes for more details. Ja, ich habe noch nichts unlocked. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hier geht's runter und wir können nichts dagegen tun zurzeit, ne? An industry that has workers sollen wir haben. Die sind also nicht da mit Arbeitern unterwegs, aber man kann es hier leider noch nicht nachgucken, ne? So, jetzt haben wir acht Zonen hier. Wie viel haben wir noch? Zwei, gut. Und weiter. Jetzt kommen hier wieder Commercial Zones. Ah, hier ist jetzt was passiert. Produced Last Cycle 12. Jetzt haben wir mal was dazugekriegt. Also es müssen hier Arbeiter drin sein. Hier ist. Natürlich, das ist da, aber es ist schwierig. Ja, weiter geht's. Was willst du machen? Vier Straßen wieder. Da brauchen wir noch keine, da brauchen wir eine, da brauchen wir eine. Ich würde jetzt hier noch eine hinmachen. Achso, da hätten wir doch eine gebraucht. Naja, also, aber wir können dieses Feld erschließen. Vielleicht kommt dadurch jetzt eine Hauszone dazu. Ja. So, jetzt haben wir hier wieder Agrarfläche. Ich baue jetzt einfach mal hier noch eine zweite Reihe rein. Und vielleicht sogar eine dritte. Mal gucken, was passiert. So, hier geht's hoch. Wir haben 12 produziert und 8 haben wir gebraucht. Ja, schauen wir weiter, ne? Sind wieder drei dazugekommen. Wir haben 12 produziert, 8 bekommen. Eine neue Industrie hat sich niedergelassen. Vier Agrarfelder wurden bewirtschaftet. Nämlich ein, zwei, drei da und eine hier. Und drei Leute sind angesiedelt. So, dann haben wir hier das auch. Worker sind auch jetzt hier wohl bei. Und reached 20 Populations. Von 11 haben wir also noch. Von 20 haben wir 11, noch 9. Also, wir haben hier noch Felder 3. 3. Gut, und dann weiter. Eine Industrie, die baue ich wieder dahinter. Also hier, da ist eins hinzugekommen und eine neue Person ist dazu hingekommen. Aber ich glaube hier. Das sieht nicht so aus, dass da schon einer arbeitet. Es ist aber auf jeden Fall 12 von 11 konsumierte Sachen. Also wir haben in der nächsten Runde den Ausgleich, weil 12, jede Runde braucht jemand eine Person sozusagen eine Nahrung. Und da haben wir 12 von 12. So, da ist nichts passiert. Eine Dingens dazu. Das ist alles gleich geblieben. Hier kommen 12 Nahrungen rein. 12 brauchen wir. Da ist nix. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, wo die herkommen, ne? 12 sind es, aber das sind nur 8 Felder, die wir hier haben. Schauen wir mal.
Ja, wieder zwei Industriezonen dazu. Eine dahin und dann mache ich eine hierhin. Essen ist ausgeglichen. Hier ist auch ausgeglichen. Ja. Und hier ist noch voll. Am Limit. 12 Leute. Schauen wir weiter. Da hinten ist eine Industrie entstanden. Mehr ist nicht passiert. Alles andere ist noch gut. Aber wir haben 10 in der letzten Runde gebraucht, ja. Jetzt haben wir 4 Straßen. Diesmal baue ich da eine rein. Und da eine rein. Und dann will ich mal wissen, ob das hier was bringt, wenn ich hier eine reinbaue. Genauso wie ich schaue, dass ich. Ja, da oder da? Schwierige Frage, ne? Wo haben wir denn das größte Problem wahrscheinlich? Ja, eigentlich hier. Industrie, macht die uns hier unsere Materials? Weiß ich nicht. Ich probiere es mal hier und schauen wir mal weiter. Ein neues Gebäude da entstanden, weil hier jetzt die Straße dran ist. Also die brauchen definitiv Zugang zur Straße. Hier hat sich nichts geändert. 12 von 12, 12 von 12. Und hier ist nichts produziert worden. Ja. So, jetzt 10 neue Zonen hier. Da haben wir 8 geschmissen. Machen wir da mal 10er so. Weg sind sie. Ist jetzt hier eins gewachsen. Wir haben 15 Leute. Wo sind die denn hingezogen dann? Also, wir haben noch freie Kapazitäten in den Häusern. Ach, das war ja neu, glaube ich, ne? Wir haben Straße, das bedeutet, wir können jetzt hier dieses erschließen, dann kommen wieder welche dazu. Und würde jetzt hier mal machen, weil da war noch nichts. Und dann haben wir noch keine über mehr. Gut. Also hier müsste was Neues kommen. Und schauen wir mal weiter. 12, 12. Ja. Jobs sind noch frei, Arbeitsplätze sind noch frei. Wir haben 15 Leute auch an der Arbeit. Und hier ein Platz ist noch frei, aber es wird jetzt wahrscheinlich dann dieses Haus kommen, schätze ich mal. Genau so ist es. Das ist neu. Dann haben wir hier einen Laden neu. Aber ich glaube, hier gibt es keine Arbeiter drin. Die sehen so bräunlich aus. Ich meine, wenn die so bräunlich sind, ist da niemand am Arbeiten. Genauso wie hier. Die sind am Arbeiten, der ist am Arbeiten. Ja. Wir haben 4 Straßen jetzt. Hier, jetzt fehlt's. Wir haben mehr Leute wie arbeiten, wie essen. Obwohl, Produce Last Cycle 15, Consumed Last Cycle 12. Also hier ist es definitiv, dass wir hier einen Arbeiter reinkriegen müssen, damit das vorangeht, ne? Jetzt haben wir hier Straßen. Mache ich mal dahin und dahin. Ich möchte jetzt tatsächlich gar keine hier haben mehr, Bewohner. Obwohl dieses Haus nämlich schon da hat. Machen wir mal so. 15 von 12. Das sind 8 immer noch. Gut. Neue Runde ist Glück. Neue Runde, neues Glück, ne? Hier fällt das jetzt runter, dass wir keine Baumaterialien mehr haben. Wir haben eine neue Industrie hier zugekriegt und 3 Leute sind in das Haus eingezogen. Wahrscheinlich dieses. Ja, 12 und 16. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass nicht genug Essen zur Verfügung stellt. Unsere Lagerkapazitäten gehen runter. Wir haben hier 19. Hier ist es allerdings hochgegangen beim Getreide. Und hier stockt es. So, jetzt müssen wir nur gucken, die 6 Felder hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da gehen keine mehr. Machen wir da mal 6. So, haben wir weg. So, wir haben es geschafft. Unsere 20 Leute sind da.
Resident Buildings ist einmal eins dazugekommen und wir haben diese Ansicht da unten gewonnen. Diese hier. So, man sieht hier, keiner ist da drin, der was verkauft. Deswegen geht das hier auch bergrunter. Denke ich. Weißen tue ich es auch nicht. Hier ist ja auch nicht bis 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das würde bedeuten, 3 pro Feld kommt da rein. Commercial Zoom kannst du wieder anpflanzen hier, ansetzen. Also warte mal, wir gehen mal wieder hier hin. Achso, da ist ja schon mal was. Das bedeutet hier und hier bauen wir dran, dann sind wir in der Runde fertig. Jetzt haben wir hier aber nur noch 12. Kapazität geht runter. So, unsere Leute sind ja auch voll. 20 Leute haben wir und 20 sind beschäftigt, aber die arbeiten an der falschen Stelle. Das heißt, wir dürfen gar keine Industrie mehr machen, sonst gehen die da arbeiten oder hier arbeiten. Die müssten aber hier arbeiten gehen. Ja, schwierig. Straßen, sehr schön. Dann machen wir hier Straßen weiter, damit wir hier noch Leute kriegen. Allerdings ist das kontraproduktiv, weil kriegen wir mehr, brauchen wir mehr. Aber wir brauchen mehr Arbeiter, die hier reingehen. Und tatsächlich ist es ja Getreide, werden sie eher wahrscheinlich machen, die drei Felder wie die drei Felder. Mal gucken, was wir da jetzt rauskriegen. Ja, jetzt ein Gebäude dazugekommen. Drei Leute können jetzt wieder mehr wohnen. Industriefläche ist da, möchte ich aber jetzt gar nicht nutzen, weil nachher gehen die Arbeiter noch da rein. Deswegen lasse ich das mal sein. So, was hat sich getan? Nix. Sind hier immer noch drei Felder und da immer noch drei Felder. Wo gehen die denn arbeiten? Ja, Jobs gibt es genügend, aber es hat keiner sie genutzt. Achso, die sind ja auch gerade erst gekommen vielleicht, ne? Daran liegt's. Commercial Buildings. Machen wir dahin. Und schauen, was jetzt passiert. Also sogar noch einer weniger geworden hier, 83%. Es geht hier keiner arbeiten. Wenn da keiner arbeiten geht, haben wir ein Problem. Industrien möchte ich nicht, also weiter. Ja, es wird immer weniger, Leute mehr, aber hier weniger. Jetzt haben wir hier wieder Farmland. Will ich aber eigentlich auch nicht machen, weil da haben wir ja tatsächlich genug, ne? Momentan ist es ja auch noch was offen, das bleibt. Es ist hier wieder gestiegen oder was? Oder ist reingekommen auf jeden Fall? Hier wird es auf jeden Fall weniger. Industrie möchte ich nicht. Weiter. Sind schon hier, habt ihr gesehen, die drei sind weg. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, ich mache mal hier mehr, weil ich vielleicht hoffe, dass wenn mehr Arbeiter da sind, es vielleicht auch mehr Leute gibt, die da wahrscheinlich reingehen. Aber das reicht erstmal. So, da ist sogar einer kaputt gegangen. Und da gibt es schon die ersten, die können nichts zu essen finden, ne? Aber 244 haben wir doch im Stock, also im Lager. Und hier ist schon nichts mehr reingekommen jetzt. Wo ist da das Problem? Ich mache mal die drei Flächen wieder hin. Aber mehr auch nicht. Also jetzt ist ein neues Gebäude hier gekommen. Es gibt immer noch nichts zu essen. Und die Entwicklung wird hier schlechter. Ja, mache ich mal so, weil das ist das Einzige, was ich noch hoffe, dass was bringt. Aber da fehlt es dann an Straßen, ne? Straßen kriegen wir nicht. Hier wird es immer weniger, aber jetzt wurde schon tatsächlich wieder was produziert hier. Das ist ja schon mal etwas. Den Shop, der da weg ist, den baue ich dann noch rein wieder. Und naja, den hänge ich auch noch mal hinten dran.
Weiter geht's. Jetzt gibt es wieder Wohnhäuser, die mich überhaupt nicht momentan interessieren, weil wir haben Straßen nötig und nicht Wohnhäuser. Da kommen endlich die Straßen. So, jetzt kriege ich 6 Häuser dazu, hoffentlich. Und wenn Arbeiter kommen, will ich auch hoffen, dass die hier da einsteigen und was machen. So, beide Häuser da. Und wahrscheinlich war das schon unsere letzte Runde, ne? Vier sind auch schon abgehauen. Hier wird es jetzt immer weniger, ne? Und das war's. Ja, kommt mir jetzt ein bisschen spanisch vor, wie das geht, das Spiel. Ich habe da keinen blassen Schimmer für. Das ist nicht so dolle. 277 Punkte haben wir nur. Tja, müssen wir mal gucken. Nächstes Mal müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht etwas gar nicht machen. Dass wir erstmal, ja, weiß ich nicht, irgendwas weglassen. Aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht die Industrie, damit da keiner reingeht, nur eine Industrie machen. Irgendwo muss das Verhältnis, was wir machen, nicht passen, ne? Aber ich sag mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Gibt's eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Falls einer eine Idee hat, wie man es machen kann, gerne reinschreiben. Und ja, dann schauen wir mal bis zur nächsten Folge, ne? Das Vorschau ist natürlich. Ciao.